Hallo Leute, hier ist ein kleines Unboxing zu Final Fantasy 15, was momentan läuft. Dürfte laufen, ja. Von Square Enix, das gute Stück. Und ja, das ist die Deluxe Edition mit Film, Kingslave und das Spiel. Und noch besonderen Inhalten. Und zwar hier sehen wir Kingsglaive. Und ja, den habe ich mir schon eingezogen. Das Spiel schon ein bisschen länger. Und ja, der war nicht schlecht. Der war echt Hammer. Also es den sollte man zwischen eine Mission anschauen, weil das passiert zwischen eine Mission. Das ist cool gemacht, ja. Hammer. Auf jeden Fall ist das so ein Papp, so ein Plastikschuber. Und dann kommt das Steelbook. Ich habe gedacht, das wäre jetzt voll das Große. Weißt du, ein Steelbook mit Spiel, mit so Disc-Spiel, meine ich. Noch drauf, aber das ist alles hier drin. Dann haben wir hier die Steelbook. Sieht cool aus. Das ist ja dieses Final Fantasy Design halt, dieses schlecht gezeichnete, das gezeichnete halt, so ein bisschen gezeichnet sieht das aus. Hier die Rückseite und hier die Vorderseite. Mit einer Frau, ich glaube, das ist Luna, oder? Keine Ahnung. So, dann öffnen die mal. So. Neue Produktregistrierungskarte. Ah, okay. Eine Produktregistrierungskarte. Hier siehst du auch Werbung teilweise. Tja, doch schön. Season Pass verlängert dein Abenteuer jetzt im PlayStation Store herunterladen. Das offizielle Lösungsbuch gibt es wahrscheinlich. Dann Figuren. Ring der Luzis. Ja. Schade, dass keine Figur dabei wäre. Wären noch geiler. So. Jetzt haben wir noch hier eine Disc von Kingslave. Richtig cooles Spiel. Oh, macht ihr das? Zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier noch Promotion Code für eine Waffe Masamune. Und ja. Dann haben wir hier noch, wo waren wir dran? Hier das noch, Final Fantasy 13, 12, World of Final Fantasy. Dann haben wir hier noch jede Menge Spiele, die später kommen werden, als Werbung. So, und das ist die Anleitung. Ach krass, die erste Seite. Nee. Cool, eine Autogrammkarte vom ganzen Team. Vom Final Fantasy 15 Team. Steht hier. Das Ding sieht so aus. Jede Seite mal zeigen. Und jetzt schaut mal. Schön. Alles Autogramme von den ganzen Entwicklern. TBT, wir hatten da fett TBT geschrieben. Danke für eure Unterstützung. Dann steht da was auf Japanisch. Cool. Braucht man nicht diese Gesundheitsscheiße. Wir sind doch nicht gesund. Ja, das war
Das Spiel ist schon eine Konsole, also von daher. Ah ja, genau, das wollte ich auch noch zeigen. Und zwar die Box an sich, die aussieht. Ich weiß nicht, ob das auch so sichtbar ist. Ja, sieht cool aus, ne? Voll hoch. Fertig. Die Codes musste ich noch nicht eingeben, keine Ahnung. Komisch. Ach, echt komisch. Ja, das war das kleine Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Und zwar, ja, beim Loot Chest Unboxing. Ciao!